herzlich willkommen zurück zu Crash Engineers, Space Engineers meine ich natürlich. Das war's, ich bin raus, macht's gut. Ich gehe was trinken. Die Landung des Schlachtkreuzers hier wird vorbereitet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh Mann. Boah. Na gut, ich geh mal raus. Sicher runterkommen ist die Devise. Volle Bahn mit Marzipan. So. Den GPS-Punkt kann ich, den Punkt kann ich wieder löschen. Die landet ja jetzt wieder. Und, ja, wir treiben noch. Ich will halt nicht zu krass jetzt schon Gas geben, denn wir werden es dann brauchen, wenn wir landen. Oh ja. Den Treibstoff. Und wie planst du denn zu bremsen? Mit dem vorderen oder vorne zeigen oder wie? Nach vorne ist nicht viel. Es sind vier kleine, die da vorne zeigen. Also ich muss dann wieder quasi anders mich positionieren. Sollten wir uns vielleicht jetzt schon drehen? Ich werde mich gleich drehen, ja. Ich will bloß, dass wir in der Gravitation des Planeten sind. Ich werde auch die dass wir dann wieder so rumkugeln wie neulich beim Start. Ich habe übrigens auch den Gravitationsgenerator gerade mal umgebastelt. Das ist ja normale. Das funktioniert also auch. Keine Magnetschuhe mehr. Juhu. Na los, jetzt komm. Keine verbackten Magnetschuhe. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Die Magnetschuhe waren echt bitter. Ey, war richtig bitter. Ich bin zweimal dadurch gestorben, weil ich irgendwie weggebounced bin. Wo ist denn die Anziehungskraft des Planeten? Das gibt's doch nicht. Wo? Die hat Feierabend, die ist zu Hause. Ja, ich merk schon. Keine Lust mehr. Ich gehe schon mal in die Ausgangsposition. Wir müssten eigentlich gleich in die Gravitation eintreten. Oder? Das Problem ist, ich sehe halt jetzt auch noch nicht, wo. Okay. Ach, so willst du quasi runter. Ja, ja. Ich will die 12 Atmos Thruster quasi nutzen. Wo ist die Gravitation des Planeten? Müssen die langsam. Oh, falsche Richtung. Shit. C. Wie diese beiden kleinen Triebwerke hier voll Gas geben unten. Ich will bloß erstmal die Gravitation des Planeten. Ich will es halt nicht zu schnell jetzt. Weil wir können ja, haben jetzt keine Begrenzung mehr auf 100 Meter die Sekunde. Ich möchte aber gerne. Ja, stimmt. Je schneller man fliegt, desto schneller kann man auch fallen. Deswegen, die Anziehungskraft wird dann immer schneller das Ganze machen. Und ich möchte so auf 100 Meter die Sekunde bleiben. Dann habe ich gar nicht gedacht, als ich das gemacht habe. Ja. Man kann nicht nur schneller vorwärts, man kann auch schneller fallen. Man kann auch schneller nach unten, ja. Oh shit, ey. Aha. Das ist natürlich, Wir werden schneller, die Gravitation ist da. 0,05 G. Das reicht schon aus, guck mal wie wir beschleunigen. Oh scheiße. Dieser Mod war eine scheiß Idee. Ja, das könnte jetzt sich rächen. Aber ganz ehrlich, so, wenn wir jetzt so runterkommen, wir sind doch sehr, sehr schnell und locker gestiegen. Das heißt, wir können auch genauso gut locker abbremsen. Nee, abbremsen ist schwerer als steigen. Fallen ist immer leichter als steigen. Ja, aber die Kraft des Planeten ist doch gleich. Das heißt, die Triebwerke müssen es ja locker schaffen. Das macht aber keinen Unterschied. Also wenn wir jetzt die Kraft des Planeten ist zwar gleich, aber dadurch, dass wir nicht mehr gelockt sind mit dem Tempo, ist je höher wir anfangen zu fallen, unsere Endgeschwindigkeit umso höher. Und 100 km/h Abfang ab einer gewissen Höhe mit der Dichte der Atmosphäre ist kein Problem. Aber wenn wir dann nicht bei 100 sind, sondern bei 300, schaffen die das niemals, das abzufangen. Ja,
dann musst du frühzeitig ich werde schon ab und zu versuchen zu bremsen. Also ich werde versuchen, bei 100 Meter die Sekunde zu bleiben. Okay, 0,07 G. Na, wir fallen langsam, aber es zieht übelst an. Guck, wie schnell wir schon sind. Boah, es zieht mega an jetzt. Uha. Frage, würden wir die 1000 erreichen, bevor wir den Boden aufschlagen? Ich will es lieber nicht wissen. Das sieht von unten auch ziemlich faszinierend aus irgendwie. Das Schiff. Das Lustige ist, wenn wir dann auf dem Planeten steuern müssen, wird das auch sehr lustig werden, weil das wird echt schwierig zu steuern, das Schiff. Weil noch nicht alle Atmo-Thruster, glaube ich, fertig sind. 103 Meter die Sekunde. Mhm. Ich werde gleich mal ein bisschen... Das war locker. Ja, ja. Einmal kurz pusten und dann... Wir sind noch nicht wirklich nah dran. Die Gravitation ist noch irrelevant. Sagen wir mal. 0,1 G, das ist schon... Soll ich die Geschwindigkeit ein bisschen steigen lassen, bevor ich bremse? Das ist eine gute Frage. Beantworte sie mir mal bitte. Maximal 150. Beantworte sie mir mal bitte. Maximal 150, würde ich sagen. Okay. Hast du auch dieses Geräusch, das übelst brennt irgendwie so die ganze Zeit? Ja. Ich auch. Aber es ist doch kein Mod drin, der hier irgendein... hitzige Atmosphäre. Oh, das wäre so bitter, ja, das jetzt. Da würde ich so, da würde mir so safe jetzt. Erstmal so heimlich einbauen und nix sagen. Oh, wäre das bitter. Das wäre so richtig bitter. Eieieiei. Knallt hier gerade das Metall? Das klang jetzt gerade so. Nein. Das klang gerade so. Das habe ich nicht gehört, habe ich nicht gehört. Du hast das auch gehört, oder? Du hast das auch gehört, oder? Nein, habe ich nicht. Echt nicht? Ich habe es gehört. Doch, ich habe es gehört. Nein. Warum sagst du? Ja, 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 ich habe es auch gehört. Das ist voll creepy. Drehst du? Okay, ja, ich drehe. Alles gut. Ich versuche dann Richtung See zu... Okay, das Bremsen geht deutlich langsamer. Ja, ja, ja. Ich bremse 50 runter. Deswegen, das wird immer heftiger und wir sind erst bei 0,2. Ja, und der Sprit geht ganz schön runter. Ja. Alles gut. Was? Geht gar nicht runter. Oh, hör auf. Bin ich so eine Angst? Hä? Alles gut. Ich bin, bei 84 immer noch. Von 88 auf 84 ist runtergegangen. Ich habe nicht gesagt, mega stark. Ach so. Wieso drehen wir uns die ganze Zeit? Ich will mich ausrichten zum See. Ach so. Weil ich auf dem See lande. Der See ist ja meine... Ist das unter uns unser See? Ja, das ist unser See. Boah, Punktlandung. Ja. Nicht so wie mit der Blub. Hilfe, Klatsch. Ich plane das. Das sieht auch gerade sehr gut aus hier, das Bild mit der Sonne. Alter. 0,38 G. Oh. Wir fallen mega schnell. Ja, ja. Das wird... Oh Gott, ich muss... Ich muss viel mehr die Hydro jetzt benutzen. Sonst kannst du es knicken. Die Atmo müssen greifen, sonst haben wir echt verschissen. Helfen die nicht schon? Nein, die sind noch nicht mal ansatzweise. Die sind noch gar nicht dabei. Die machen noch gar nichts. Die noch gar nicht. Die machen noch nichts. Wir sind nicht mal in der Atmosphäre. Hallo? Wir sind 50 Kilometer. Wir machen. Noch oder so. Wir machen einen Scheiß. Das ist noch gar nichts. Die sind nicht mal aktiv. Die drehen sich nur leicht. Aber die machen nichts. Oh shit, oh shit. Oh Gott, ich kann schon kaum mehr abbremsen. Das wird immer langsamer. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, guck mal, wie langsam das wird. Ich muss die jetzt durchweg brennen lassen. Um überhaupt auf die 50 Sekunden. Ich glaube, ich lasse die jetzt an. Und es wird immer weniger. Es wird immer weniger. Oh shit. Wo sind die Atmo-Thruster, wenn man sie braucht? 0,6 G. Wir haben es aber fast. Es bejaht, du guck mal, es bremst aber. Ja, hier, die Abo fangen doch jetzt an, oder? Nee, oder immer noch nicht. Nee, noch nicht.
Ja, die kommen aber gleich. Wir sind gleich bei unter 10 Kilometern. Dann machen sie aber, oder? Ab 10 Kilometern? Nein, ab 5 vielleicht. Ab 5? Ja. Ja. Wir können nicht mehr gegensteuern, wir werden schneller. Scheiße! Soll ich wieder Gas? Ich kann kein Gas geben, ich kann nicht mehr nach oben, weil ich dazu die Atmo Thruster nehmen muss. Oh, scheiße, wir fallen. Oh Gott. Und 100 Locken, Motte aktiviert schnell. Ich habe einen Plan. Wir müssen aber schnell machen. Wir gehen sofort zu Stardust und retten uns. Hallo? Der Captain verlässt das Schiff nicht. Okay, tschüss. Du kannst. Rette die Starlight. Schnell renn. Die Stardust. Rette sie. Lauf. Na, das klappt. Guck mal, wir sind gleich unter 10 Kilometer und dann greifen die. Als ob die bei 5 Kilometer erst greifen, das ist ja Bullshit. Trotzdem selber. Wir sind nicht mal in der Atmosphäre noch. Jetzt drehen wir erstmal langsam die Atmosphäre. Hallo? Wir sind 8 Kilometer gleich. Du siehst ja die Atmosphäre. Also die Atmosphäre machen noch nichts. Hä? Die machen noch gar nichts. Hallo? Ich kann da gleich hinfassen. So nah sind wir schon. Ja, guck mal. Jetzt fangen sie an. Sie fangen an. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich danke euch. Ja, gar kein Problem. Und 0,91. Ja, siehst du? Easy peasy. Aber warst du nicht gerade schon halb in der Rettungskapsel? Nein. Nein, bloß nicht. Oh, Entschuldigung. Der Kämpfer verlässt den letzten Schiff. Okay, tschüss. Nein, ich war nicht gegangen. Ich sag, du hättest dort hast du ja retten können, aber. Ja, jetzt drehen sie hoch. Jetzt fangen die Atmungsmuster an. Knarsch. Na, ich habe die Hydro gerade mal ausgemacht. Der Treibstoff geht nämlich auch runter jetzt. Also zum Landen brauchen wir mit dem Schiff mega viel Treibstoff. Oh. Alter. Ganz sachte. Ich mach das ganz sachte. Mach es mal 50 Meter die Sekunde. Kein Stress. Wir haben Zeit. Das erste große Schiff, was gestartet und gelandet ist. Das ist doch was. Und keine Piraten. Nein. Die haben Angst. Die haben einfach Angst. Sag mal, wie es ist. Die Atmo Thruster fangen noch nichts ab, ne? Also ohne die Hydro wäre eine Landung nicht möglich. Aber sie unterstützen. Das ja, ja. Sprit zu sparen. Oh, ich hab einen Mega-Lag. Oh Gott. Wir werden schneller. Ist okay. Ich kann es abfangen, kein Problem. Es wird aber langsamer, also wir beschleunigen langsamer. Die Atmo Thruster fangen langsam an, richtig zu greifen. Hydro sind aus. Puh, das ist durch den Geschwindigkeitsmod, dass es jetzt echt tricky wird. Aber es ist machbar. Ja, wir bremsen. Die Atmo Thruster bremsen. Gott. Ich stell mir gerade vor, wir hätten irgendwo so ein schwarzes Loch im System. Und auf einmal zack, 1000 Meter die Sekunde. Tschüss, hui. Naja, es gibt ja schwarze Löcher als Mods. Die haben irgendwie, keine Ahnung, 1000 G Anziehungskraft. Das ist ein Alter, G hier. 1000? Ich glaube, ja. Wenn nicht sogar mehr. Also je nachdem, ne, wie weit du halt weg bist von denen. Also die sind richtig heftig. Wenn du zu nah bist, hast du sowas von verschissen. Da kannst du sowas von knicken. Da kann man nur hoffen, dass hier im System kein schwarzes Loch auf. Müssen wir mal den Schöpfer des Systems fragen, ob der hier sowas spawnen lässt. Ich hoffe nicht. Ach, das macht er schon nicht. Wir müssen es vielleicht ganz, ganz weit weg. Also doch. Anderthalb Kilometer, das sieht nach einer butterweichen Landung. Soll ich gleich oben mitlanden? Das geht nicht. Ich kann oben hier landen. Wir haben oben keine Landeplattform, wo das möglich wäre. Was ja schade ist. Ich
sprich nach hinten auch nochmal große Atmo Thruster und nach vorne auch irgendwie. Keine Ahnung. Und irgendwas nach oben. Ja, nach oben brauche ich Ionentriebwerke. Atmo Thruster bringt ja nichts nach oben. Ionentriebwerke brauche ich nach oben. Sieht gut aus. Ja, da erkenne ich deine Plattform oder was du da gebaut hast. Ich wollte es halt erst mit so einem Blockverbinder anfangen zu bauen. Eigentlich nicht mit Landfüßen. Angedockt. Tja. Kannst aussteigen. Ja. Bis wir da. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, okay. Ich sollte, kannst du jetzt ausschalten? Ist jetzt, du darfst ausschalten. Das war doch ein voller Erfolg, oder? Mhm. Perfekt gestartet. Mit der Stardust zum Mond und Platin geholt. Ja. Läuft. Und wir können die. Nee, wir können es ja nicht automatisch ausladen. Doch. Wir können es schneller sogar ausladen, jetzt das Platin. Ich muss jetzt halt gucken, wo hier das Lag ist. Irgendwo in einem großen Abschnitt ist das. Ja, das ist die Frage. Gewesen. Ist hier ein Lag? Ja. Vier. Kommst du mit? Willst du mit hochfliegen oder? Ich sitze hinten drin. Alles klar. Ja, mal gucken, wie viel aus dem Platin letztendlich rauskommen wird. Ich hoffe ein bisschen was. Ja, ich denke schon, ein bisschen was wird schon rauskriegen. Kriegen wir schon was raus. So, ich würde jetzt sogar gerne die Stardust auf den Ionentriebwerken landen, Hydrotriebwerken landen, um den Satelliten hinten drauf zu setzen, um halt gut starten zu können bei der nächsten Runde. Also dein nächster großer Plan beziehungsweise nächstes großes Ziel ist halt echt die Star Light zu verbessern und das Leck zu finden und der Satellit. Ein kleines Hubble quasi in den Orbit zu bringen sozusagen. Jo, das wäre so mein Ziel. Ja, meins wäre dann die das erste Modul der Raumstation fertig zu schweißen. Mhm. Klingt nach einem Plan. Nimmt ja schon langsam Gestalt an. Mhm. Ah, da fehlt noch einiges. So, ich baue das hier hinten drauf. Vorsicht, ich hoffe, du bist schwindelfrei. Ich muss jetzt ein Manöver durchführen. Ein Manöver? Was ein passiert jetzt? Manöver. Was zum? Ja, sehr gut. Schön, dass ich hinten drin sitze, möchte ich nochmal betonen. Halt, also. So ganz gerade bist du aber noch nicht. Ich will halt nicht zu krass. Stehe ich drauf? Sieht so aus, oder? Soll ich mal aussteigen? Warte mal, ich mach mal die. Oh. Ion Triebwerke sind aus. Du fällst. Oder? Es wirkte gerade so aus meiner Perspektive, als kippst du hinten rüber.
Warte. Ha. Ja. Hä, wieso? Wieso kipp ich? Hä, wieso kipp ich? Hä, ist das. Okay. Jetzt hat er sich stabilisiert, oder? Ach lol, ich weiß warum. Ich hocke auf so einer blöden. Auf so einer blöden Lampe. Stimmt. Nein! Oh. Shit! It. Oh, verdammt. Autsch. Just, wir haben ein Problem. Schieb den Ball, schieb den Ball zurück. Ja. Oh shit. Okay. Ja, so ist es hier. Easy. Gut. Ja, alles klar. Die Hydro sind ausgegangen. Einfach so. Und die sind auch alle anscheinend. Also nicht wirklich, aber ja, keine Ahnung. Also man könnte meinen, das soll so. Wenn man nicht wüsste, dass es anders geht. Ich hab Rücken. Schieb den Ball. Das geht nicht. Okay, das ist jetzt suboptimal. Das ist jetzt sehr suboptimal, weil ich nicht weiß, wie ich umdrehen kann. Ich bräuchte jetzt ein paar Thruster nach oben. Aber kommst du so nicht wieder hoch? Nein. Hallo. Okay. Aua. Hi. Guten Tag. Es ist jetzt suboptimal. Ich wollte extra so landen auf den Hydro, damit ich halt wieder starten kann. Falls es dich beruhigt, die Folge ist ja noch nicht draußen, aber genau das Problem, was du jetzt hast, hatte ich mit der Blub 1 da hinten auch. Ich musste Swaster dran bauen, weil ich kam nicht mehr hoch. Ja. Okay. Ja, wie ein Pottwal. Das ist so doof gerade. Warte. Ich brauche ganz dringend ein paar Zutaten. Hier ist da einfach wie so eine Katze auf dem Rücken liegt und den Bauch einfach in die Luft steckt. So, ah, geil, Sonne. Ah. Mob nicht mein Schiff. Da kann nichts dafür. Schafft es das Schiff vielleicht, wenn wir das Platin rausnehmen? Nee, ich glaub's nicht. Aber da sind irgendwie 30, 40 Tonnen drin, das ist ja Gewicht. Das Problem ist, ich habe halt hier so das alles eingebaut, ich könnte jetzt nicht mal. Ah gut, wenn ich die Ionentriebwerke nicht anmache, geht's. Oh. Was hast du denn jetzt schon angestellt? Alles gut, easy. Was? Was war wieder irgendwas irgendwie angestellt? Ich lade mal schon mal Platin aus. Tu das, ja. Wir bräuchten Ionentriebwerke. Die Teile da. Können wir das hier auch reintun? Ja, auch guck mal, hier Raffinerie, ey. Perfekt. Hier genau richtig gelandet. Das war jetzt peinlich. Das war ein sehr lustiger Landeabschluss quasi. Wieso Landeabschluss? Wir haben noch Zeit. Ich möchte, dass du das wieder. Ja, der Abschluss des Landevorgangs. Also quasi. Ja, das war äußerst witzig, ja. Ich bin froh, dass das nicht mit der Starlight passiert ist, sondern mit der Stardust. Ich glaube, mit der Starlight hätte ich da ein Problem. Das Problem ist, ich vermute, dass zwei nicht reichen. Ja, vielleicht, wenn ich das Platin hier rausmache. Ja, dann vielleicht, aber ich glaube trotzdem nicht. Also, das wird gerade immer und immer leichter. Nein, du sollst das nehmen. Entschuldigung. Noch komme ich nicht hoch. Hoppala. Ich brauche da, glaube ich, noch zwei. Lalala. Warte mal. Lalala. Hashtag peinlich. Hashtag noob. Hashtag Wal am Strand. Das ist böse. Die Star, das kann nichts dafür. Dafür ist sie nicht ausgelegt gewesen. Ich wollte mit ihr jetzt was vorhaben umsetzen, was für die nicht da mehr. Also die Hälfte an Platin müsste gleich raus sein. Cool. Dann ist auf jeden Fall einiges an Gewicht leichter. Ich mache noch zwei weitere ran, dann sollte halt reichen mit zwei weiteren, denke ich. Okay, nur noch Motoren. Motoren. Oh yeah, Motoren. Oh, Hilfe.
Haben wir noch Motoren? Aber natürlich nicht, nicht viele. Warte mal, haben wir noch mehr? Nee. Motoren müssen wir doch einiges haben. Wir haben gar keine Motoren mehr. Hä? Wir hatten doch mal die 5000 Stück oder so. Wir hätten das alles verballert. Ich tippe auf Sven und Toni, die waren hier, die haben geplündert. Die haben bestimmt alle Motoren mitgenommen. Ja, ja, das, ja. Ja, das, safe. Das war auch so mein Safe Call, Gebot. Safe Call, die waren ja. Das. Ich produziere mal noch ein paar. Lalalala. Ah, nee, warte, ich kann ja von denen hier noch was rausnehmen. Ich recycle gleich mal. Sehr gut. Ich entlade. Oh, aua. Du bist gerade mit 200 Sachen an mir vorbeigefüßt. Sah sehr lustig aus. Ja. Mein Astronaut hier findet das auch sehr, sehr lustig. Ja, noch zweimal fliegen, dann ist alles Platin entladen und wird verarbeitet. Wie viel Platinbarren meinst du nochmal braucht ein so ein... Ich weiß es gerade echt nicht. Ich gebe da lieber keine Prognose ab, das ist mir zu... Keine Ahnung. Ich rate da eh falsch. Ich glaube, so ganz viel haben wir doch nicht mitgenommen, aber die Mine war ja auch erschöpft. Ja, die war echt erschöpft, ne? Also, da kann man sich auch kein Eis mehr. Wir haben auch kein Eis mehr. Also kaum noch. Das kann nicht sein. Wir haben kein Eis auf Reserve mehr. Also wir sind echt arm. Aber wir haben Platin. Das teuerste, ja, die teuerste Ressource, die es hier in diesem System aktuell noch gibt. Da könnte vielleicht mal was Teureres noch kommen. Bis wir irgendwann mal neu gesagt haben. Ja. So, Platin ist komplett entladen. Fände ich gar wundervoll. Das Problem ist, ich möchte die Starlight halt gerne wieder nochmal hier zu landen lassen, weil ich, Stardust, weil ich möchte halt schon, Was? Stopp! Stopp! Alles, mach aus, was? Alter. Was ist denn passiert? Ja, ist okay. Triebwerke machen übrigens Schaden, wenn die zu dicht am Boden sind. Ja, das ist richtig. Ich repariere schon mal. Ich habe keine Startplatten. Guck mal bei der Stardust vorne. Aber nicht lachen. Das ist ja zum ersten Mal passiert. Das kann, ne? Alter, habe ich hier die Mega-Lags oder was? Aber nicht, ich lache, das ist jetzt zum ersten Mal passiert, dass. What the fuck? Was ist hier denn passiert? Ja, hier ist Dinge passiert. Eieiei. Ist das ein Loch? Ja, das ist ein Loch. Wenn die Triebwerke zu lange da sind, dann ja. Bye-bye, Stahlplatten. Das halten die nicht aus. Ja, die leichten jedenfalls nicht. Die schweren. Ja, die schweren halten das aus, ja. So, ich würde das gerne noch umdrehen, das die kleine Stardust. In der Folge, das wäre mir noch eine. Ja, hier. Easy. Dann musst du aber Gas geben. Naja, ich bin schon. Oh, die Sonne geht auf. Ja, da kommt die Sonne. So. Bitte jetzt nicht wieder den Boden kaputt machen. Ich bitte darum. Ich komme halt nicht hoch, ne? Doch. Nee. Lol. Alter, what? Nein, stopp, auf! Doch, jetzt. Alter, Alter. Oh Gott. Alter, Alter. Alter! Oh, pass auf! Nicht hier! Ja, Entschuldigung, das lenkt mal so, das ist echt tricky. Ich gebe mir echt Mühe. Ich drehe hier gerade nur rum. Oh, ist das übel. Ist das übel. Oh! Nein! Das ist so echt kacke zu lenken, okay? Ich gebe mein Bestes, es ist echt kacke so zu landen. Da ist irgendwas explodiert. Ja, da war aber nicht viel dran. Alles okay. da war ich wie dran, irgendwas krabbt, bam. Vorsicht, nochmal, nee, warte. Oder? Warte. Sieht gut aus, Moment, ich tue.
Oh, jetzt steht's. Ja, genau so. Genau so soll es jetzt stehen. Und jetzt fliegt doch mal volle Kanne. Was hast du jetzt gemacht? Eine Solarzelle. Also die war nicht gebaut. Alter. Oh, hä? Ja, oder was? Ja, ja, da war der da fehlt eine Solarzelle. Ach lol, hier! Sicher jetzt erst. Ja, ist das tricky, okay. Das ist nicht einfach. Aber so sieht es gut aus. Und jetzt kann ich hier hinten nämlich den Satelliten draufbauen. Und hier kann man immer noch was lagern und so entnehmen und alles, alles super. Ist das doch schon gestopft? Oder? Ja, das habe ich schon zugemacht. Gestopft. Ich denke aber, ich bin vorhin umgekippt wegen diesen Lampen hier, weil der eine Truster auf so einer Lampe drauf stand. Tja. Die Lampen. Ach lol, jetzt ist es oben noch an. Nein, rausgetappt. Ich muss noch die neuen Triebwerke ausschalten. Oh Gott. Atmo. Large Atmo. Ne? Steht aber gut da. Jetzt, wo es steht. Ich habe nochmal die Viere oben jetzt ausgeschalten. Jetzt steht's ja. Ja, jetzt steht's gut. Gut, dann kann ich in der nächsten Aufnahmesession mal gucken, wegen so einem Satelliten. Einem kleinen Beobachtungssatelliten. Der dann stationär da oben in einer festen Position leider erstmal stehen. Der soll quasi mit Kameras ausgestattet werden, oder? Für den Anfang dachte ich so. Ich würde den dann auch gerne, also ich würde den schon so bauen, dass er dann die Möglichkeit hat, sobald wir einen GPS-Korridor haben, dass er dann auf dieser Bahn lang fliegen kann auch. Also er wird schon alles dabei haben, dass er dann, sobald die GPS-Bahn steht, er auch direkt seine Bahn bekommt quasi. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Da würde ich nämlich sagen, die Folge ist nämlich schon wieder zu Ende wieder. Und ja, damit wahrscheinlich auch die Aufnahmesession nehme ich an. Jo. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession. Ich mache mich mal an ein paar Verbesserungen der Starlight. Aber es hat an sich ja ganz gut funktioniert, bis auf ein paar kleine Fehler. Ja. Dann würde ich sagen, war's das und wir sehen uns bei der nächsten Folge, nicht? Genau. Tschüss. Ciao.